Ebro, Tupac ist gestorben. Ich war so, wer ist Tupac? Aber ich habe gecheckt, dass es was voll Schlimmes ist. Also ich wusste so, jemand mega Wichtiges ist gestorben, aber ich war eben 6. Der beginnt dann einen der krassesten Kriege der Hip-Hop-Historie, an dessen Ende er und sein Kontrahent auch noch tot sind. Für mich ist das so richtig, als würdest du mich fragen, wo warst du beim 11. September? Ich saß genau zu Hause, ich wusste ganz genau, was ich gemacht habe. Und dann kamen die Bilder und das Auto und dann lief die ganze Zeit nur Changes auf MTV. Die ganze Zeit nur Changes und Tupac. Also es ist einfach eine so krasse Superheldengeschichte, dass sich das immer weiter trägt und immer weiter lebt und überlebt. Mit Songs wie All Eyes on Me, California Love und Changes zählt Tupac zu den einflussreichsten Künstlern seiner Generation. Aber auch 25 Jahre nach seinem Tod ist Pac in der deutschen Rap-Szene noch allgegenwärtig. Biggie und Tupac spitten mit Schulabschlüssen, unsere Sprüche keine 0815 Mutterwitze. Nee. Vaterstaat oder Mutter Natur, De La Soul oder Tupac Shakur. Ihr seid Tupac anstatt Tupac, ihr seid wack, ihr seid wack. Woher kommt dieser Legendenstatus und wie konnte ein einzelner Künstler so viele verschiedene Generationen beeinflussen? Das erste Mal, wo ich mit Tupac, also so, wo der Name so gefallen ist und was mir so hängen geblieben ist, ist, als ich so 6 war. Und da war ich mit meinem Cousin zu Hause und Tupac wurde erschossen, ne? Und mein Cousin kam nur her und er war so, Ebro, Tupac ist gestorben. Und ich war so, wer ist Tupac? Aber ich habe gecheckt, dass es was voll Schlimmes ist. Also ich wusste so, jemand mega Wichtiges ist gestorben, aber ich war eben 6. Meine allerersten Berührungspunkte mit Tupac. Ich glaube, das war tatsächlich der Song Changes. Ah, krass. Wo ich wirklich wahrgenommen habe, Tupac. Ich habe Tupac wahrgenommen wie jemand, dem man zuhören muss. Der Künstler war für mich wie, ich weiß nicht, so unantastbar ein bisschen. Weil er hatte irgendwie die richtige Attitude, was halt dieses ganze Hip-Hop-Ding angeht. Also er war auf jeden Fall Gangster. Er hatte auf jeden Fall eine große Klappe. Er hat sich nichts sagen lassen. Stand für seine Sachen ziemlich krass ein, hatte aber diese krasse Gegenseite, die halt so extrem viel Message gebracht hat. Und das hat mich bei Tupac beeindruckt, weil als ich bin Gott sei Dank sehr sprachbegabt, das bedeutet, ich habe relativ früh mich schon für Texte interessiert, englische Texte, mir auch dann direkt die Lyrics durchgelesen, weil ich wissen wollte, was die Leute rappen. Und bei Tupac hat mich das einfach fasziniert, wie viel Herz in diesem Menschen steckt. Das hat mich dazu gebracht, noch mehr zu hören und noch mehr zu hören und die ganz vielen Gesichter von ihm einfach dann nach und nach zu entdecken. Also gar nicht alles auf einmal. Kannst du dich daran erinnern, wann du bewusst wahrgenommen hast, dass Tupac Deutschrap prägt? Und an welchen Beispielen? Naja, also der bewussteste Moment ist tatsächlich, wo diese Thug-Kultur Einzug hält in den Deutschrap. Also das ist schon eher ab der Marke Nuller Jahre herum, wenn du merkst, okay, Berliner Rap ist aggressiver, die Images werden härter. Ab der Sekunde wird auch Tupac einfach wichtiger, weil in der Szenerie einfach Tupac schon vorher ein großes Thema war. Und natürlich eben immer diese Thug-Seite. Also er hat sich ja dieses Thug-Life auf den Bauch tätowiert und er hat das ja auch sehr stark propagiert. Und er hat ja aber auch eine sehr starke politische Seite gehabt. Also seine Eltern und seine ganze Familie ist ja sehr Black Panther-affiliated. Das heißt, das sind sozusagen auch radikale Kinder der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre. Und er ist sozusagen zwischen diesen zwei Polen aufgehängt, im Grunde dem beides ist lustigerweise dasselbe, weil für jemanden, der gegen die Bürgerrechtsbewegung ist, und ich sag mal, in den Vereinigten Staaten sind das leider ziemlich viele Menschen, die da leben, für den ist auch der bürgerrechtsbewegte Tupac natürlich ein Gangster bis sogar Terrorist. Also das ist wirklich ein bisschen crazy, aber er hat halt diese eher politische Seite und er hat halt eher diese Straßenseite und in Deutschland wurde immer diese Straßenseite verehrt, weil die politische Seite hat man, glaube ich, gar nicht verstanden. Würdest du sagen, dass sein Einfluss musikalisch größer war als politisch oder umgekehrt? Ich würde sagen, sein Einfluss war musikalisch größer. Politik schwimmt da mittendrin, aber so wie ich zum Beispiel später erst gewisse Sachen verstanden habe. Jeder hat ja seine eigene Zeit, indem er diese Punchline hört und dann erst versteht, ach, jetzt habe ich ja letztens erst was über Black Panther gelesen oder jetzt habe ich was über diese Bewegung gelesen und jetzt macht dieser Satz erst Sinn für mich. Und krass, Tupac hat das damals schon so gesagt. Das sind so die Momente, finde ich so. Also Politik kommt vielleicht
mit der Zeit ins Spiel. Also, weil seine Musik ist für mich zeitlos. Aber es war, glaube ich, schon so die Message in seiner Mucke. Ja. Am Ende des Tages geht's ja nur um Geschichten. Ja, wir erzählen uns alle den ganzen Tag Geschichten. Rapper sind Geschichtenerzähler, Journalisten sind Geschichtenerzähler. Wenn du zu deiner Mutter nach Hause kommst und die fragt, wie war es in der Schule, bist du ein Geschichtenerzähler. Wir erzählen uns Geschichten und das ist natürlich eine wahnsinnig krasse Lebensgeschichte, die er so oder so schon hatte. Also als Kind von Black Panther-Mitgliedern, die seine Tante ist ja bis heute auf Kuba und wird dort als, also wird vom amerikanischen Staat gesucht, vom FBI, als Terroristin und Mörderin. Es gibt da gerade eine Annäherung zwischen Kuba und den USA. Und Teil der Verhandlungen zwischen denen ist die Tante von Tupac, weil es dabei darum geht, liefern die aus oder nicht. Oder also das heißt, diese Radikalität, die in seiner Biografie als Kind sowieso schon mit drin ist, die ist einfach krass. Seine Mutter als Heroinabhängige, das ganze Leben, das er bis zu dem Zeitpunkt hatte, als die Rap-Karriere losgeht. Dann ist natürlich klar, der Typ ist schon ein krasser, auch genialer Künstler gewesen, sowohl als Rapper, er ist als Schauspieler hochgeschätzt gewesen. Das heißt, du hast da jemanden, wow, der ist einfach, wie soll ich sagen, sehr beeindruckend. Und der beginnt dann einen der krassesten Kriege der Hip-Hop-Historie, an dessen Ende er und sein Kontrahent auch noch tot sind. Und dann kommen noch 200 Songs danach so heraus und es bilden sich diese Mythen um, okay, diese 7-Tage-Theorie und der ist ja gar nicht tot und dann tauchen Fotos auf. Und also es ist einfach eine so krasse Superheldengeschichte, dass sich das immer weiter trägt und immer weiter lebt und überlebt. Es gibt bei Tupac ja auch so eine gewisse Zwiespältigkeit, denn auf der einen Seite hat er mit Keep Your Head Up und Brenda's Got a Baby einfach Songs gemacht, mit denen er schon in ganz, ganz frühen Jahren den Frauen im Hip-Hop eine Rolle gegeben hat, sie stärken wollte, versucht hat, auf Themen aufmerksam zu machen. Auf der anderen Seite hat er aber auch in seinen Texten sehr viel Sexismus, sehr viel Aggressivität klar ausgedrückt. So, wie gehst du damit um? Hat das irgendwie seiner Glaubwürdigkeit geschadet oder ist das genau deshalb? Das hat ihn doch erst glaubwürdig gemacht. Also, welcher Mensch ist denn nur A? Jeder ist A, B, jeder hat Pro und Contra, jeder hat Plus, Minus, jeder hat Positiv, Negativ, jeder hat gute Tage, schlechte Tage. Also, nee, das hat ihn gerade für mich erst so authentisch gemacht, weil er einfach Mensch war. So, also, warum soll ich ihm nicht glauben, dass er der Motherfucker war und keine Ahnung, was für Sachen er erlebt hat, ja, Backstage, whatever, aber gleichzeitig, wenn man sich auskennt mit seiner Musik und auch hinhört und ein bisschen sich mit seiner Geschichte beschäftigt, dann weiß man doch, wie real und wie krass die Liebe zu seiner Mutter war und wie real und wie krass die Liebe zu seinen Roots und zu seiner Herkunft und all das hat ihn doch extrem beschäftigt. Ich will schon, man hat damals immer gesagt, bisschen schizophren, aber was ist denn heute schon schizophren? Weil ich mache auch Hip-Hop und Rap und kann tough über Sachen reden und auch meine Meinung über gewisse Sachen haben und bin dennoch eine schwarze Frau und kann da auch nochmal eine andere sensiblen Blickwinkel auf gewisse Sachen haben. Also nö, sehe ich gar nicht so. Hat ihn für mich sogar noch authentischer gemacht als Künstler, muss ich sagen, ja. Ich versuche immer generell Artists nicht als Vorbild oder als Idol oder irgendwie so als diese eine perfekte Person zu sehen. Das funktioniert einfach nicht. Natürlich gibt es auch nochmal Abspaltungen wie, keine Ahnung, R. Kelly als Beispiel. Aber Tupac ist für mich eher eine Person gewesen, die mir als Teenagerin voll viel mitgegeben hat. Und ich glaube, die Generation, die jetzt nach uns kommt, meine 18-jährige Cousine, die ja eigentlich gar keinen Zugang zu Tupac hat, würde man jetzt denken, war Tupac. Hatte es auch Einfluss auf deine Musik, die du dann gemacht hast irgendwann? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie er geschrieben hat, und das ist sehr, ich würde sagen, poetisch war und auch sehr frei von Swag. Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn man so Tupac und Biggie vergleicht, ne, ich hatte nie so einen Zugang zu Biggie. Weil Biggie, also nicht, weil ich die Musik nicht feiere, sondern weil es da für mich sehr viel so eher um andere Sachen geht. Es geht darum, irgendwie ein nicer Flow, es ist mal so irgendwie ein nicer Freestyle etc. Und bei Tupac ging es darum, dass er Themen auseinandergenommen hat. Und das mache ich in meinem Rap auch. Ich nehme Sachen auseinander.
ich beschäftige mich, es ist viel Storytelling. Ich glaube, der Song, der mich am stärksten von ihm geprägt hat, ist Changes, auch wenn es sehr klischeehaft klingt. Changes lief doch auf MTV rauf und runter, während man noch diese Bilder von diesem Auto und also ich habe das als so, für mich ist das so richtig, als würdest du mich fragen, wo warst du beim 11. September, kann ich dir sagen, wo warst du als, ich saß genau zu Hause, ich wusste ganz genau, was ich gemacht habe und dann kamen die Bilder und das Auto und dann lief die ganze Zeit nur Changes auf MTV, die ganze Zeit nur Changes und Tupac. So, das ist so mein Flashback. Der Song auch Hit 'Em Up, zeitlos. Jeder, der irgendwie Ärger oder Beef hat und Bock hat jetzt gerade einfach mal so ein bisschen auf dieses Trash-Talk am Ende noch, hört Hit 'Em Up. Ja, stimmt. Es ist so interessant auch, dass ich eben zu meiner 18-jährigen Cousine gehe, die so 2002 geboren wurde und die hört einfach Tupac. Für die ist es so voll relatable immer noch. Warum glaubst du denn, wird Tupac heute immer noch als Idol und Vorbild gesehen? Ich glaube, weil viele von den Rappern, die momentan wichtig sind, also sei es ein Kendrick Lamar, also so sagen wir mal in der Richtung, was Tupac gemacht hat, in die Richtung auch gehen mit ihren Lyrics, dass die ihn auch immer noch idolisieren, so, ne? Dass er immer noch ein Idol für die ist. Und das überträgt sich natürlich auch, ne? So, ich glaube, so halten sich auch irgendwie Legenden alive. Also dadurch, dass so von Generation zu Generation also gezeigt wird, wie wichtig deren Einfluss war. Was glaubst du, wie wäre das Standing von Tupac heute, wenn er nicht gestorben wäre? Eine viel bessere Frage wäre, wenn ich das so stellen darf, wie wären wir alle anderen, wenn Tupac noch da wäre? Wie wäre das Standing vom Hip-Hop jetzt für alle anderen, wenn Tupac noch da wäre und nicht, wie wäre Tupac jetzt drauf? Das wäre, glaube ich, wesentlich interessanter. Also das würde mich viel mehr interessieren, muss ich sagen. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn Tupac noch da wäre, hoffentlich wäre er so schlau gewesen und wäre gegangen, wenn es am besten ist, so wie Stefan Raab oder so, keine Ahnung, no idea. So wie Dre es macht oder so, sich schön zurücksetzen ein bisschen und wenn er Bock hat, nochmal so ein, ist schwierig zu sagen, aber wie gesagt, es wäre interessanter zu wissen, wie alle anderen auch in Amerika und so der Verlauf gewesen wäre, wenn Pac einfach noch da gewesen wäre. Aber dann stelle ich die Frage zurück, was kannst du dir da vorstellen? Was wäre das denn für ein Standing? Oh, da hätten manche Leute echt viel, viel mehr Credibility. Da hätten sich einige Leute nicht, vieles nicht getraut, sagen wir mal so. Weißt du, kann sein, dass Pac so ein bisschen so der Patron mäßig so vom Gefühl her. Aber wer kann das so sagen? Weißt du, weil der Dude ist so jung gestorben. Am Ende ist es doch das, was einen auch legendary macht. So, ne? Muss man auch irgendwie ein bisschen sagen. Deswegen, gute Frage. Ich hoffe, er wäre auf jeden Fall cool und hätte sich nicht irgendwie in irgendeine Musikrichtung verloren, sondern wäre immer noch er geblieben. Das wäre so meine Lieblingsvorstellung von ihm am besten. Tupac hat zu seinen Lebzeiten Gangsterattitüde und Poesie vereint. Er war ein Revolutionär, der Probleme sozialer Ungerechtigkeit auf eine Weltbühne gebracht und sie in zeitlosen Hits konserviert hat. Songs wie California Love oder Changes werden immer noch von Generation zu Generation weitergegeben. Und solange das so bleibt, wird auch Tupac ein Teil unserer Kultur sein. Rest in Peace. Backspin.